Erst am Montag hat hier der letzte Gast ausgecheckt. Am Donnerstagnachmittag machte der nächste Reisebus Halt vor dem Sonnenhotel Eichenbühl in Langdorf. Diesmal jedoch entstiegen ihm keine Urlauber, sondern rund 55 Flüchtlinge aus Syrien. Für sie wird das Drei-Sterne-Hotel in den kommenden Wochen als Erstunterkunft dienen. Wir haben quasi über Nacht die Mitteilung gekriegt, dass wir letzte Woche eine Notunterkunft werden. Und es war schon schwierig für uns, auch das Personal zu halten. Hat aber gut geklappt, dadurch, dass wir auch den Fürstenbauer in Bodenmais haben und konnten da auch einige hinbringen. Und hier sind mittlerweile immer noch 11 Leute von uns. Wir waren vorher 17. Eine nicht alltägliche Lösung, zugegebenermaßen. Doch auch der Landkreis Regen stößt mittlerweile bei der Flüchtlingsunterbringung an seine Kapazitätsgrenzen. Das Angebot der Sonnenhotelgruppe kam damit wie gerufen. Der Brandschutz wurde ganz normal kontrolliert und wurde eben auch geprüft. Und hier ist es halt der Glücksfall, dass sehr wenig bis gar nichts gemacht werden musste und wir sehr schnell quasi belegen konnten. Gast ist Gast. Dieses Credo leben die Angestellten des Hotels seit mehr als 14 Jahren. Menschen sind Menschen in meinen Augen, so oder so. Ob sie nun auf die Art verpflegt werden oder auf die andere Art verpflegt werden. Ist wirklich meine vollste Überzeugung. Ne? Dass wir mal hier und da leichte Probleme kriegen werden, da bin ich mir sicher. Aber das hat dann nichts mit in dem Sinne mit Asylanten zu tun, sondern eher mit der Umsetzung, wie wir das alles erstmal, ich sag mal, auf die Reihe kriegen. In der Küche jedenfalls hat man sich auf die Neuankömmlinge bereits eingestellt. Am Abend des Ankunftstages steht Brotzeit auf dem Speiseplan. Wir haben das Glück, dass wir seit Jahren schon mit der Firma Chefs Colina zusammenarbeiten, die aus Zusmarshausen, typische Bayern, sind. Und die haben da Erfahrung. Die haben also sehr viele Notunterkünfte schon beliefert. Ich muss auch dazu sagen, ich habe einen sehr guten Koch. Für den ist es zwar auch eine Umstellung, weil der kommt aus dem Vier-Sterne-Haus, aber der zieht es halt auch mit. Und das ist, glaube ich, entscheidend. Dank Ahmed gibt es kaum Verständigungsprobleme mit den Neuankömmlingen. Denn der Restaurantleiter, der vor einem halben Jahr aus Ägypten gekommen ist, spricht perfekt Arabisch. Hinzu kommt, Ahmed ist nicht der einzige Hotelangestellte mit ausländischen Wurzeln. Ich muss dazu sagen, wir hier vom Hotel sind auch sehr Multikulti. Ne? Wir haben also Italiener, Ägypter, Tschechen, alles, was hier arbeitet. Ne? Auch die Stammgäste der Sonnenhotelgruppe haben mitgezogen, als bekannt wurde, dass das Hotel in den nächsten Monaten als Flüchtlingsunterkunft dient. Und wir haben die Möglichkeiten, unsere Gäste auch in ein Vier-Sterne-Haus zu schieben, wo im Sonnenhotel Fürstenbauer, wo keine Probleme sind mit dieser Drei-Sterne, Vier-Sterne. Und wir haben in Waldmünchen noch ein Hotel. Und das geht sich natürlich gut aus für uns dann. Ne? Ob ich jetzt drei Viertel volle Hotels habe oder zwei ganz volle Hotels. Die Erstunterkunft für Flüchtlinge ist mittlerweile die dritte im Landkreis Regen. Hinzu kommen 11 dezentrale Unterkünfte. Die Zahl der Asylbewerber beläuft sich auf rund 920, Tendenz steigend. Nichtsdestotrotz ist die Stimmung in der Bevölkerung nach wie vor gut, obwohl anfangs häufig Skepsis überwiegt. Ich kann mich noch erinnern, als wir die erste aufgemacht haben, gab es einen, der hat sich furchtbar beklagt, er müsse doch seine Sachen künftig alle einsperren und die Gartenmöbel verräumen und sonst was. Und wenn ich heuer im Sommer vorbeikommen bin, dann sind da teilweise Asylbewerber bei ihm im Garten gesessen und haben Kaffee getrunken. Und er hat gesagt, oh, toll, die helfen mir beim Laub zusammenrechen oder die haben mir im ganzen Winter Schneeschaufeln geholfen. Und da entstehen durchaus auch Freundschaften, interkulturell, ganz normal, über den Gartenzaun hinweg.